In diesem kurzen News-Video möchte ich über die neue Maxis Monthly Show im September sowie einen möglichen neuen Maxis-Titel aus einem neuen Studio sprechen. Beginnen wir zuerst mit der großen Ankündigung für eine neue Maxis Monthly Show, welches Imcuro Frost auf Twitter geteilt hat. Am 6. September um 20 Uhr werden die Entwickler einen neuen großen Livestream veranstalten, in dem auch neue Inhalte für die Sims 4 gezeigt werden. Unter anderem werden wir passend zum 5. Geburtstag von The Sims 4 neue Objekte im Baumodus sowie im Erstelle einen Sim-Modus erhalten. Ob es noch weitere neue Features geben wird, ist derzeit aber noch unklar. Ich halte euch natürlich weiter auf dem Laufenden, auch werde ich euch den Livestream natürlich nochmal genauer zusammenfassen. Und die zweite große Neuigkeit für dieses Video, das Maxis Entwicklerstudio, welches auch an Spielen wie SimCity oder Spore gearbeitet hat, bekommt eine neue Niederlassung in Austin, in denen auch an anderen großen EA-Titeln gearbeitet wird. In einer offiziellen Jobbeschreibung von EA wird angemerkt, dass hier eine neue IP, also ein komplett neues Franchise, was wohl nichts mit den Sims zu tun hat, entwickelt wird. Es kann also gut sein, dass es irgendwann in ein paar Jahren ein neues Franchise, was nichts mit den Sims zu tun hat, von Maxis geben wird. Was würdet ihr euch für den 5. Geburtstag der Sims 4 wünschen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.